Coca-Cola hat Zahlen geliefert, die waren mehr oder weniger in line, also das, was erwartet worden ist. Gewinn pro Aktie 45 Cent. Ich hole es mal kurz hier rein. Und da haben wir sie. 45 Cent pro Aktie, genau wie im Vorjahr und im Prinzip auch wirklich genau wie erwartet. Umsatz 10,1 Milliarden. Naja, da waren so knapp über 10 erwartet. Der ist also im Prinzip auch in line. Minimal über dem vom Vorjahr. 7% Steigerung haben wir da drin. Ja, alles recht müde, würde ich sagen. Ja, gab eine erste positive Bewegung nach den Zahlen, die ist dann während der Telefonkonferenz wieder zurückgeholt worden. Wir sehen, jetzt sind wir so plus 0,3% vorbörslich, nachbörslich waren es gestern schon plus 1,5, 2. Die sind, wie gesagt, wieder abverkauft worden, weil das Management ja recht zurückhaltend war im Ausblick. Ja, man geht also davon aus, dass es jetzt schwieriger werden dürfte, die Preise weiter zu erhöhen. Coca-Cola hat ja zusammen mit Pepsi und Co. die Preise kräftig erhöht, als die Rohstoffkosten und alles gestiegen sind, und haben es ja auch wirklich geschafft, trotzdem höhere Gewinne und auch höhere Umsätze zu generieren. Das ist jetzt auch in diesem Quartal wieder, das hat auch in diesem Quartal wieder geklappt. Man hat trotz erhöhter Preise sogar 5% mehr Volumen im Umsatz gehabt, ja, und dadurch dann natürlich auch die höheren Einnahmen, also der Umsatz insgesamt, ja, wie gesagt, ja um 7% angestiegen. Und naja, die Guidance, die liegt jetzt in dem Bereich organisches Umsatzwachstum 7-8%. Da lag der Konsens so bei 7,2, ist also nicht dramatisch drüber. EPS-Wachstum währungsneutral 7-9%. Man geht aber davon aus, dass der höhere Dollar doch weiter so vielleicht mit 2-3% auf die Ergebnisse drückt. Und auch die höheren Rohstoffkosten, die sollten jetzt dann aufs Ergebnis drücken, weil man eben nicht mehr so die Preise erhöhen kann wie vorher. Da ist dann irgendwo auch eine Grenze drin. Barclays bleibt bei einem Overweight-Rating mit einem Kursziel von 69 Dollar. Deutsche Bank hat das Kursziel von 62 auf 63 Dollar erhöht. Also da ist man noch eher positiv gestimmt. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Ja, ich finde die Aktie im Moment relativ fair bewertet, wenn wir uns das anschauen. Wenn wir hier mal aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis gehen, dann sehen wir haben ein 24er Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist so ziemlich die Mitte der Range der letzten 5 Jahre. Ja, also minimal unter Durchschnitt liegen wir da, nur 2 oder 3% unter Durchschnitt. Und das finde ich für die Wirtschaftsphase, in der wir jetzt sind, eigentlich noch recht sportlich bewertet. Also von daher, ich sehe hier nicht so viel Kurspotenzial. Ich denke, wir werden uns vielleicht die nächste Zeit eher in dieser Seitwärtsrange hier bewegen. Ich rechne nicht damit, dass Coca-Cola in der nächsten Zeit hier ein Kurs-Turbo wird. Dividenden mit 3% ist fein, ja, ist auch safe, ist was für ein ruhiges Depot, wo man nicht viel Schwankung drin haben will. Da kann man eine Coca-Cola drin haben. Wenn man ein bisschen wachstumsorientiert ist, ist, glaube ich, Coca-Cola zu dem KGV, wie sie jetzt gehandelt wird, nicht unbedingt das Nonplusultra.